Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße dich ganz, ganz, ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, schön, dass du mich gefunden hast. Für alle Neuen auch herzlich willkommen. Für alle, die schon wieder eingeschaltet haben, natürlich auch ganz herzlich willkommen. Ich wünsche euch zunächst von Herzen ein frohes, gesegnetes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ja, heute ist der zweite Tag des Jahres 2023 und da stellt man sich natürlich immer die Frage, was bringt uns dieses Jahr dann alles Schönes oder auch nicht Schönes. Deshalb möchte ich gerne für euch einzelne Legungen durchführen. Das heißt, für jedes Sternzeichen 12 Videos, wie ihr das schon kennt. Und ich werde einfach mal reinschauen, wie momentan so deine Stimmung ist, deine Energie, was die Themen momentan so sind, die dich beschäftigen und was die Karten für Ratschläge für dich da haben. Bevor ich das allerdings mache, für alle die, die es interessiert, ansonsten spulen diejenigen einfach vor, welche astrologischen Highlights haben wir denn im Januar und auch für diesen Jahr? Und da sind einige Sachen dabei, das sind richtige Highlights, die ich euch da nicht vorenthalten möchte. Ich habe da eine Freundin, die sich sehr gut im astrologischen Bereich auskennt, die mich da auch immer auf den Laufenden hält. Und die Dinge, die ich persönlich sehr wichtig finde, die auch gerade mit den Karten zu tun haben, möchte ich euch natürlich auch da nicht vorenthalten. Ja, am 7. Januar haben wir Vollmond im Krebs. Krebs steht für Bedürfnisse, für unsere eigene Wahrnehmung. Das ist aber jetzt kein besonderes Highlight, weil Vollmond ist ein Naturspektakel, was halt auch ständig wieder kommt. Aber wir haben den Saturn, der wird vom 7.3.23 bis zum 25. Mai diesen Jahres im Sternzeichen Fische verweilen. Saturn ist ja der Planet, der uns wieder vor Herausforderungen stellt. Das können unsere Ängste, unsere Zwänge, Hindernisse sein. Und er will uns damit auch gar nicht ärgern, sondern er will uns quasi unsere persönliche Reifeprozesse uns heranbringen. Ja, also wir sollen uns weiterentwickeln. Saturn zeigt auch an, etwas ist jetzt in der Zeit, es anzugehen. Ja, Saturn stand vorher im Sternzeichen Wassermann und zwar von 2020 an. Und Wassermänner, das ist ja so das Sternzeichen unter anderem auch für Freiheit, für Selbstbestimmung. Und für Unabhängigkeiten. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, was war denn ja im Jahr 2020? Da haben wir da Corona gehabt und dann haben wir immer noch, aber ich sag mal das böse Wort, Lockdown. Ja, und da haben wir das erste Mal Erfahrung gemacht, dass unsere Freiheit eingeschränkt wurde. Ja, jetzt kann man drüber streiten. Ich bin jetzt also kein Für und Dagegen und das will ich hiermit um Gottes Willen gar nicht tun. Aber meine Frage wäre einfach, ja, wie bist du halt quasi damit, welche Neubewertungen waren da für dich wichtig, ne? Weil wir haben ja alle das unterschiedlich gespürt und reflektiere doch einfach mal, wo du da persönlich herangereift bist. Ja, ja, Fische, da wo der Saturn jetzt hingeht, das steht ja so für unsere emotionale Welt, für Mitgefühl, Vorsorge, Kreativität, Verbundenheit mit dem Universum, also auch viel spirituelle Energie. Das hat auch etwas Karmisches, was Schicksalhaftes. Ne? Und durch ja, viel emotionale Themen und einige können dadurch auch, naja, ihr privates Gefühlschaos bekommen und alles, was man halt rational nicht erklären kann, fällt darunter. Ja? Was aber ein richtiges Highlight ist, das ist der kleine Planet Pluto. Pluto, also viele Planeten wechseln ja die Zeichen, aber Pluto, der stand 15 Jahre im Sternzeichen Steinbock. Und nun zum allerersten Mal tritt er in das Sternzeichen Wassermann ein. Und zwar vom 23. März diesen Jahres bis zum 11. Juni diesen Jahres. Dann wird er noch mal kurz in den Steinbock gehen. Und im Jahre 2024 ist der Wassermann dann komplett, der Pluto dann komplett im Wassermann. Und das bis 2043 wird er dann im Sternzeichen Wassermann stehen. Das ist was ganz Besonderes. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist das denn so? Ich meine, ich bin kein Astrologe, aber der Pluto, hat man mir erklärt, hat eine sehr elliptische Umlaufbahn. Und daher kommen diese extremen Jahreszahlen zustande. Ja? Ja, Pluto ist ein Planet, der steht für Transformationen aller Art, für Veränderungen, für Auseinandersetzungen mit unserem Schatten und tief verborgenen Gefühlen. Ja, Überwindung alter Werte. Ja, da steht er auch für Strukturen. Das ist halt ein radikaler Wandel in der einen oder anderen Angelegenheit, wird uns hier erwarten. Ja, was haben wir noch? Jupiter. Jupiter, unser Glücksplanet. Vom Widder wechselt er am 16.05.23 bis zum Mai 24 in das Sternzeichen Stier. Der Sinn, Glaube der Werte, da geht es ja um Fülle, Wohlstand und Materielles.
Auch um Sicherheiten, um Naturressourcen wird es drum gehen. Auch möglicherweise kann man mal drauf schauen, wie die Ernten dann da so aussehen werden. Weil, wie gesagt, er ist ja ein Glücksplanet, der Jupiter. Und dann zum Abschluss haben wir noch was sehr Schönes, das ist die Venus. Die Venus steht sehr lange, ungewöhnlich lange im Zeichen des Löwen. Und zwar vom 5.6.23 bis zum 9.Oktober23. Das kann dann eine Sommerverlängerung bedeuten, denn normalerweise be bewegt sich die Venus alle 19 Tage in ein anderes Sternzeichen und wechselt dann wieder zum nächsten. Und dadurch, dass sie so lange in dem Löwen verweilt, und Löwe ist ein Feuerzeichen, ja, das bringt uns natürlich Leidenschaft, Lebensfreude, ja, Lust, ausgelassene Stimmung auf Partys, Beziehungen werden romantischer, es wird viel mehr Leidenschaft geben. Klar, Löwe ist Feuerzeichen, ne? Und ab dem 23. Juli bis dem 4. September kann es passieren, da ist die Venus nämlich rückläufig, dass nochmal alte Liebe, alte Dinge, Kollegen, Emotionen nochmal hochkommen. Also durchaus eine alte Liebe kann nochmal wieder Feuer fangen. Ja, ob das dann gut, schlecht ist, das kann man dann mit den Karten uns nochmal anschauen. Das ist übrigens auch das Stichwort. Ich würde an dieser Stelle mal diese astrologischen Highlights einen Cut machen. Das war das, was ich persönlich am wichtigsten fand und wollte euch das ganz gerne einfach mal mit auf den Weg geben. Wie gesagt, für diejenigen, die es interessiert, würde mich das natürlich freuen. Auch gerne ein Like. Wenn euch das nicht interessiert, spult einfach vor. Ja, was ich mir wünschen würde, es gibt einige Menschen, die halt sehr undankbar mit manchen Dingen umgehen und schreiben mir da auch persönliche E-Mails, die auch sehr angreifend sind. Liebe Leute, das ist Arbeit, was ich hier tue, ja. Das mache ich auch freizeittechnisch, das mache ich als mein Hobby und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne und von Herzen für euch, ja. Nur ich würde euch dann bitten, Kritik ist immer gut, aber auf einer sachlichen Ebene bitte und nicht unterhalb der Gürtellinie. Weil, wenn es einem nicht gefällt, auch das ist völlig in Ordnung, dann schaut es euch nicht an. Aber man muss da nicht jemanden für beleidigen. Das finde ich persönlich nicht in Ordnung und auch nicht fair. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal loswerden, weil das hat mich echt ein bisschen geärgert. Fand ich nicht schön. So geht man nicht mit Menschen um. Aber lieben Gruß an diejenigen, vielleicht hattest du einen schlechten Tag, aber überleg nochmal, wie du demnächst Leute anschreibst. Weil wenn du so durchs Leben gehst, das Leben besteht aus Karma, da glaube ich auch dran. Und wenn man, das bringt kein Glück. Und vielleicht solltest du deine Schimpfworte dann nochmal überdenken. Ich habe die Mail gelöscht, es ist okay, es prallt an mir auch nicht wirklich an, aber sowas tut man einfach nicht. Ist meine Meinung. Ne? Ja, ihr Lieben, ich möchte jetzt auch damit aber jetzt auch gar nicht länger, das möchte ich einfach nur mal privat mal so rauslassen, weil das hat mich schon ein bisschen verletzt. Aber nichtsdestotrotz nehme ich euch mit zu den aktuellen Legungen für euch. Ich bin schon sehr gespannt, was die Karten, was das Universum für Ratschläge für euch für das Jahr 2023 vorbereitet hat. Und jetzt haben wir auch lange genug gequatscht. Ich nehme euch mit. Vielleicht ganz kurz noch zwei, drei Dinge für diejenigen, die sich mit Tarot-Legung noch nicht so auskennen. Wenn du mit dieser Legung nicht in Resonanz gehst, mach es bitte nicht zu deiner eigenen Legung. Ja, schau dann vielleicht nochmal in deinen Aszendenten, in dein Mond- oder Venuszeichen nach. Ich erkläre das hier nicht nochmal. Kannst du meine alten Videos dir anschauen. Da wird nochmal erklärt, wie du denn letztlich da rankommst an diese Berechnung. Ansonsten viel Spaß und wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Und ansonsten nehme ich euch jetzt mit und wir sehen uns gleich wieder. In dem Sinne, bis gleich. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe Krebse. Ja, zu der kollektiven Legung zu euch. Wir schauen uns mal die erste Januarwoche an, die erste Januarhälfte, welche Energien du so mitgebracht hast aus 22, was sind momentan deine Themen, wie sieht's aus, wie geht's dir? Und dann würde ich mal sagen, starten wir auch mit der Legung gleich direkt durch. Dem Universum verbunden habe ich mich gerade schon. Und wir schauen mal, welche Ratschläge die Karten so für euch bereithalten. Ich hoffe, liebe Krebse, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Da ist schon eine gekommen. Und wir schauen mal, was die Karten dir so an Ratschlägen hier mit auf den Weg bringen. Ja, die erste Reihe sagt quasi deine aktuelle Energie, dein Thema, was du so mitbringst, Ausblick, Klärungskarte, Ratschlagkarte, Warnkarten und hier der Ausblick Zukunft, wie es so weitergeht, ne? Ja, was haben wir denn hier? Okay. Okay. Ja,
ihr lieben Krebse, starten wir durch. Wir haben hier, aktuell bringst du Energie mit, das sind 10 der Schwerter. 10 der Schwerter, das ist hier so ein plötzliches Ende. Das hat dich hier kalt erwischt. Das kann sein, dass du im letzten Jahr noch eine Beziehung beendet hast oder die Arbeitsstelle. Das kam aber plötzlich, da hast du nicht mit gerechnet. Ja, und die Karte sagt, du musst doch noch was bearbeiten. Das hat was mit der Liebe zu tun, nicht mit der Arbeit. Weil diese Karte sagt, das sind 6 der Kelche. 6 der Kelche, das ist so die Karte, die sagt, okay, du hast ja noch was zu bearbeiten. Das kann die Kindheit betreffen oder auch eine alte Liebe. Da hast du es zu tun mit Fische, Skorpion oder Krebs. Und Krebs ist deine eigene Energie, also ist das deine Energie. Ja, das wird hier eine alte Liebe sein. Du hast hier noch was, das kann auch das innere Kind sein. Du musst hier definitiv noch was bearbeiten und auch abschließen. Da bist du in diesem Prozess, bist du gerade noch. Das ist noch ein Thema. Da arbeitest du auch dran. Ja, das ist die Karte 8 der Münzen. 8 der Münzen, das ist eine Karte, du bringst dich hier gut ein und ist auch eine sehr konstruktive Karte. Du wirst hier in Fortschritt, in Erfolg gehen und es kommt auch wieder in Stabilität und da arbeitest du auch gerade dran. Und da bekommst du auch den Lorbeerkranz. Was bedeutet das? Ja, das sind 6 der Stäbe. 6 der Stäbe sagt, ja, lass mich kurz überlegen, das ist quasi, du gehst momentan einen guten Weg und du wirst auch wieder glücklich werden. Es wird dir ja auch noch gute Nachrichten, wenn hier dich noch empfangen. Und das wird auch noch im Januar passieren, weil Stabenergie ist eine sehr schnelle Energie im Tarot. Okay, Ausblick. Wie geht's hier weiter? Der Page der Schwerter. Du sollst erstmal zur Ruhe kommen und treff erst dann deine Entscheidung, sagt die Karte. Ja, da ist jemand, der ist der ist jünger als du möglicherweise, der dir auch zwischendurch mal sagt, was du zu tun hast, aber aktuell mach deinen eigenen Plan und komm erstmal zur Ruhe. Ja, der Turm, das ist eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 16, dem Widder zugeordnet. Es öffnen sich plötzlich eine neue Tür für dich. Möglichkeiten eröffnen sich, wo du jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Das wird für dich ein Umweg sein, so kommt es für dich momentan vor. Aber dieser Umweg, dieser Weg wird dich zum Ziel führen. Und du sollst ihn gehen. Ja, wir haben hier König der Stäbe und König der Schwerter. König der Stäbe ist wieder Element Feuer, Schütze, Löwe, Widder. Da ist ein Mann, der hat unheimliche Tatkraft. Der geht seinen Weg geradeaus. Der König der Stäbe hat auch die Fähigkeit, seine Ideen durchzusetzen. Das macht er auch ohne Umschweife, kommt er zur Sache. Das ist auch ein sehr erfahrener Mensch. Der König der Schwerter ist wieder ein anderer. Der König der Schwerter, das ist eher so der kluge, analytische Typ. Ein sehr rationaler Typ. Auch etwas kühl. Ist aber ein ehrlicher, geradliniger Mensch, ein guter Ratgeber. Ne? Und Schwertenergie, das ist Element Luft, Waage, Wassermann, Zwilling, kannst du es mit zu tun haben. Also es werden ja 2 Personen auf dich zukommen. Ja, als Karte, Ratgeberkarte, der Nah, das ist die Karte 0 in der großen Arkana, Karte Wassermann zugeordnet. Du sollst hier auf deinen inneren Instinkt und dein Bauchgefühl hören. Ne? Du wirst ja eine neue Lebensphase beginnen. Den nötigen Mut hast du ja auch schon geschöpft, aber du sollst nicht zu übermütig sein. Ja? Der Nah, du siehst, hier ist die Klippe und der Hund, das ist so für den inneren Instinkt, der versucht dich hier noch zurückzuhalten. Ja? Also aufpassen etwas, ne? Nicht zu übermütig sein, aber generell eine sehr schöne Karte. Ja, wie geht's weiter? Ausblick, wir haben hier auch wieder Münzenergie. 9 der Münzen ist eine sehr, sehr schöne Energie. Das ist, wenn es zum Beispiel um einen Babywunsch geht, dann ist das so die Babywunschkarte. Na, also für eine Schwangerschaft stehen die Zeichen hier sehr, sehr gut. Die Karte sagt aber im Endeffekt Dinge, die Zeit brauchen. Ja? Du wirst es schaffen, aber es braucht Zeit.
Und hier kannst du es mit einem Steinbock, Jungfrau, Stier zu tun haben. Nein, ne? Aber du siehst ja auch im Hintergrund, sind hier diese Reben, diese Weinreben. Und man weiß, man pflanzt was, man muss es regelmäßig gießen, pflegen, aber es dauert halt. Ne? Das hilft ja auch nichts, am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Ne? Ja, wie geht's weiter? Wir haben hier 8 der Stäbe. Das ist wieder Element Feuer, Schütze, Löwe oder Widder. Hier wirst du eine plötzliche Nachricht bekommen. Und zwar, oder aber du siehst plötzlich jemanden wieder und das wird eine positive Überraschung sein. Ja, das wird aus der Vergangenheit, kann das jemand sein, den du lange nicht gesehen hast. Das ist aber eine sehr starke, ja, neue Gefühlskarte, sag ich mal, ne? Das wird dich in neue Gefühle bringen. Das kann eine Nachricht sein, das kann aber auch jemanden, den du wirklich physisch triffst, ja? Entschuldigung. Ja, zwischenzeitlich hast du das Gefühl, dass es nicht so vorangeht. Das ist eine sehr passive Karte, 7 der Münzen. Auch eine sehr langsame Karte, aber dafür sehr stabile Tatkraft. Hier ist deine Geduld gefragt, ne? Es wird gut, liebe Krebse, es wird gut, nur du musst hier Geduld haben. Ja, du hast hier auch schon einiges geschaffen, aber es dauert halt, genau wie diese Karte hier. Die sind ja eigentlich eng zusammen. Ne? Also hier braucht man noch etwas Geduld. Die Karte der Mond. Ja, der Mond ist auch eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 18, Sternzeichen Fische zugeordnet. Du kennst hier noch nicht alle Fakten, du hast hier noch nicht alle Puzzleteile auf dem Tisch. Deshalb triff jetzt bitte keine Entscheidung in irgendeiner Hinsicht. Das ist so die Karte für ja, unsere tiefen Gefühle in uns, Sehnsüchte, Unsicherheiten. Aber ganz, ganz deutlich bekomme ich hier ein Warnsignal für dich rein. Du sollst hier jetzt aktuell keine Entscheidung treffen. Definitiv nicht. Ass der Kelche. Ja, eine sehr schöne Karte, Ass der Kelche. Deine innere Bereitschaft, die ist da. Das fühlst du momentan auch. Kelche, das ist ja die sanfte Energie, das ist ja das Wasser. Ne? Und die Karte sagt wieder, Gefühle sind hier momentan im Überschuss vorhanden. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Die steht auch für Liebe, für Emotionen und auch für Fruchtbarkeit. Also hier kommt mir auch nochmal rein, Thema Babywunsch. Ne? Wenn du momentan gerade erst jemanden kennengelernt hast, dann vielleicht auch noch mal etwas aufpassen. Ne? Ja, noch mal abschließende Klärungskarte für mein Kollektiv der Krebse. Die wollte kommen. Schauen wir mal. Der Teufel. Ja, meine Lieben, der Teufel ist die 15. Karte der großen Arkana, dem Steinbock zugeordnet. Ja, du wirst oder du verlierst momentan noch Energie, weil du immer noch auf Dinge hoffst, die nicht mehr kommen werden. Lass dich nicht ausnutzen, auch nicht von deinem Ex. Man kann das hier mal gut erkennen, diese Ketten von den beiden, die sind sehr locker um den Hals gelegt. Man könnte die so abstreifen, aber man erhofft vielleicht noch den ein oder anderen Benefit dadurch. Wenn dein Ex nochmal auf dich zukommt, in dem Fall. Na, denk hier oben an dieser Karte. Lass dich nicht ausnutzen. Oder auch jemand anders, auch nicht bei der Arbeit. Lass dich nicht ausnutzen. Weil das kostet dich Energie und das ist nicht gut, lieber Krebs. Ja, ich würde dir auch ganz gerne zu der Abschlusslegung nochmal vom Merlin-Orakel eine Karte ziehen. Welchen Ratschlag das Merlin-Orakel für dich quasi nochmal abschließend hat. Elemente, Balance, Gleichgewicht. Luft ist dein Atem, Feuer dein Spirit. Wasser ist dein Blut und Erde ist dein Körper deiner Seele. Achte auf deinen Körper und Elemente, reinige sie und bringe sie wieder ins Gleichgewicht. Ja, das passt ja sehr gut zu deiner Legung, lieber Krebs. Ich würde die Legung an dieser Stelle ja mal so liegen lassen. Ich würde mich freuen, wenn die Legung gefallen hat, dass du mir ein Like da lässt. Es wird demnächst in Kürze noch die Liebeslegung kommen für den Januar. Wenn du die nicht verpassen möchtest, einfach meinen Kanal abonnieren. Das ist kostenlos unverbindlich für dich und du bekommst automatisch eine Information, wenn es neue Videos gibt. Und mir hilft das natürlich auch ungemein. Du kannst mir auch gerne ein nettes Kommentar hinterlassen. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Januar, einen wunderschönen Start ins Jahr 2023. Bleib gesund, viel Erfolg bei allem, was du so tust. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Bye bye.